Hi. Hallo. Ihr fragt euch ja bestimmt schon, warum ihr seit 3 Wochen nichts von uns gehört habt. Und bevor wir euch sagen, warum, erstmal. Mach mal Platz. Einstein, mach Platz. Mach mal Platz im Mach Mäusen, nö. Platz. Keine Ahnung, sitzt. Einstein. Oh, super. Ja. Ja, toll. Sag Hallo. Sag mal Hallo zu dem Neuen. Ja. Also als allererstes, bevor wir euch sagen, warum, danke für 4.859 Abonnenten. Das ist total klasse. Das ist total geil. Also Wahnsinn, dass ihr alle dabei seid. Hätten wir vor Hätten wir einem so nicht Jahr gedacht, nie nee. gedacht. Nee, Niemals. auf keinen Fall. Total cool. Ja, vielen Dank. Und die nächsten 141, also ihr 141, die dieses Video jetzt sehen, ihr müsst abonnieren klicken. Dass wir die 5.000 noch schaffen. Ja, das wird klasse. So, aber jetzt kommen wir mal auf den Punkt. Ja, ihr seht es ja eigentlich schon. Wir liegen im Alfred. Es ist echt schön. Es Richtig ist total muckelig. geil. Ja, das ist voll toll. Ich habe vorletzte Nacht das erste Mal im Alfred gepennt. Und es war total cool. Ich mache das Licht an. Und ich habe allein drin gepennt, weil nur eine Liegefläche fertig war. Und seit einer halben Stunde ist die zweite Liegefläche fertig. Und ja, jetzt Da können wir. dachtest du dir, da holst du deine Familie. Genau. Das heißt, wir liegen jetzt gerade komplett alle zu dritt hier das erste Mal in dem Auto. Und ist cool, ne? Ja, deswegen ist der eine schon Ja. auch so Ja, der aufgeregt. ist ein bisschen. Ja, der ist ein bisschen aufgeregt. Ja, also, ihr habt 3 Wochen nichts gehört, weil ich habe die letzten 4 Wochen, oder? Ja. Wir sind seit 4 Wochen aus Norwegen zurück und ich habe die letzten 4 Wochen Tag und Nacht an dem Auto gearbeitet, damit wir mit dem in die Westalpen fahren können. Die Toilette ist drin, die Kühlbox ist drin. Ihr seht selber, die Liegefläche ist jetzt drin. Wir haben nämlich ein kleines Problem. Wir haben keinen Dachträger bekommen und selber bauen habe ich mir in der Zeit auch nicht zugetraut und das heißt, wir fahren ohne Dachzelt in die Westalpen. Das Dachzelt ist zwar schon da, aber wir kriegen halt hier. Man kann ja hier nicht einfach irgendwas aufs Dach schrauben, weil der hat ja nur so einen Hardtop. Und da braucht man einen Dachträger, der an dem Rahmen hier, an dem Überrollkäfig verschraubt wird. Und der, den ich haben will, der ist seit 3 Wochen auf dem Schiff. Ja. Naja, wie auch immer. Deshalb mussten wir etwas umplanen. Ich musste den Ausbau fertig machen. Da können wir Ja, trotzdem wie auch immer. umstellen. Also eigentlich das, was wir sagen wollen, haben wir gesagt. Oder wollten wir noch was sagen? Ja, wir wollten sagen, jetzt geht's dann endlich mit den Norwegen-Videos weiter. Also ich werde jetzt die nächsten Tage Videos schneiden. Und dann geht's wieder in Urlaub. Ja, dann geht's endlich wieder in Urlaub. Ja, wir fahren ja in die Westalpen, wisst ihr ja. Ja. Das erste Mal mit dem hier. Wisst ihr ja auch. Ihr wisst ja alles. Ihr wisst ja alles. Jetzt machen wir es mal Norwegen zu Ende. In Norwegen sind noch jede Menge Videos. Wir hatten so einen geilen Urlaub, also ihr könnt euch freuen, da kommt noch richtig tolles Zeug. Oh, da kommen noch richtig Wir tolle sind ja Sachen. Ja. erst am Anfang. Ja. Ja, und die Norwegen-Videos, die kommen ja jetzt nach und nach und das wird noch Das ein wird bisschen noch richtig dauern. geil mit den Videos. Ja, und es wird aber halt auch noch ein bisschen dauern, bis wir damit durch sind. Und ich glaube, dann ist es ja auch schon um. Und dann zeigen wir euch die Videos von den Westalpen, die wir jetzt im September quasi aufnehmen. Ja, und nächstes Jahr kommen wieder Ausbauvideos. So zur Überbrückung bis zum nächsten Urlaub. Ja. Weil nach dem Urlaub ist ja vor dem Urlaub. Ja, natürlich. Immer. Immer. Ja. Ja, Einstein, hast du noch was zu sagen? Der Möchtest du noch Schwänzel was hat auch aufgehört zu wedeln. mitteilen? Oder sind wir durch? Na, ich glaube, wir sind durch. Euch noch einen schönen Sonntag. Also, wir bringen das jetzt gleich. Also das ist jetzt Wir quasi bringen es. fast, ist jetzt fast live. Also ist live mit kleiner Stunde Versatz. Wir gehen jetzt rein, ich schneide es, lade es hoch und dann seht ihr es. Müsst der Tatort kurz unterbrechen, wobei in einer Stunde ist Tatort schon wieder vorbei. Ja, da könntest du dann hoch, da könntest du dann, da könntest du dann angucken. Ja, genau. Nach dem Ja, nach Tatort. dem Ach, ja, Bist ein ich bin bisschen heute, geschafft, ja, ich oder? bin seit heute Morgen um 8 bin ich am Ackern. Ja. Und jetzt ist 8 durch. 12 Stunden durchgeackert. Ich bin Ja. im Arsch. Und ja, gute Nacht.
Gute Nacht. Wir sehen uns unterwegs. Ciao. Ciao. Oh. So. Ist wirklich schön hier. Es ist geil, oder? Das ist wie in meiner Kindheit, wo man Zitrone übernachtet. Im Zitrönen? Ja. Oh. Das weiß ja, ich auch noch seit der ist todmüde, ne? Der ist todmüde, der Stein.